Liebe Gartenfreunde, liebe Zuschauer, heute ist Mittwoch, der 13. April 2022, ein Tag, der relativ mild oder sogar warm zu werden verspricht. Die Vorhersage sagt, es sollten 20 Grad heute werden. Im Moment sind es ungefähr noch kühle 8, 9 oder 10 Grad. Und ich möchte mit Ihnen heute einen kleinen Gartenrundgang machen. Ich habe auch festgestellt, dass sich die Videos mit dem Gartenrundgang größerer Beliebtheit erfreuen. Das kann ich auch durchaus nachvollziehen. Da gibt es etwas mehr zu sehen. Und wir fangen jetzt einfach mal hier vorne an und ich zeige Ihnen einfach mal so kleine Fortschritte, die in meinem Garten zu verzeichnen sind. Und dann wollte ich Ihnen als allererstes wieder meine Zwerggeißbärte zeigen. Da gehe ich mal kurz drauf. Hier vorne kommt der erste, Aruncus etusifolius. Die Ursprungsform des Zwerggeißbartes kommt schön aus der Erde heraus. Und ich habe ja schon öfter davon gesprochen, in seinem ersten Erscheinungsbild, wenn er gerade frisch die Decke, die Erddecke, die Erdkruste oder Erdkrume durchstoßen hat, dann sieht er ein bisschen aus wie ein kleines Moospolster, wie ein Mooskissen. Aber nein, es ist kein Moos, es ist Aruncus etusifolius, der Zwerggeißbart. Dann könnte ich vielleicht einen kleinen Schritt in dieses Beet hineintun. Und dann kann ich Ihnen zeigen, Aruncus etusifolius Woldemar Meyer. Ja, ganz verschämt, der Späte, der sich ja dadurch auch unter anderem und vielleicht sogar hauptsächlich von Johannisfest, von der Sorte Johannisfest auch unterscheidet, dass er wesentlich später austreibt. Ich werde Ihnen auch gleich noch Johannisfest zeigen, da werden Sie sehen, wie groß Johannisfest schon gediehen ist, wie weit der schon vorangekommen ist. Dieser hier, Woldemar Meyer, der braucht immer. Und Sie sehen dieses bronzefarbene Laub im Austrieb. Und ich zeige Ihnen nachher noch einige Exemplare, die ein bisschen schon weiter sind, aber immer noch das bronzefarbene Laub haben. So, dann einen kleinen Farbklecks. Eine wunderschöne, gefüllte Narzisse. Narzissen gehören für mich unbedingt zum April, zum Frühling dazu. Immer wieder schön zu sehen, die Narzissen. So, dann gehen wir weiter. Sie sehen hier meine Gruppe mit den Zwerggeißbärten, mit den Aruncus etusifolius. Da habe ich ja verschiedene Pflanzen. Und Sie sehen, dass sie kommen alle langsam aus dem Boden heraus. Hier möchte ich Ihnen noch mal etwas zeigen, liebe Zuschauer. Diese schönen verschiedenen Farben, die ein und dieselbe Pflanze an ihrem Laub hat. Unterschiedliche Farbschattierungen, grünlich, leicht Bronze überhaucht, dann aber auch teilweise grün. Es ist immer wieder schön. Ich mag den Zwerggeißbart, weil er zu jeder Zeit, wenn er die Vegetationszeit hat, einen wunderschönen Anblick bietet, ob im Austrieb, ob nachher, wenn er voll entwickelt ist oder wenn dann die hübschen, zierlichen Blütenkerzen erscheinen. Er bietet immer einen wunderschönen Anblick und im Herbst auch dann verfärbt er sich wunderbar bunt, teils rot, teils gelb, teils bronzefarben. Immer eine Augenweide. Ich mag Zwerggeißbärte sehr. So, dann hier mein kanadischer Flieder der Sorte Miss Canada. Und jetzt zeige ich Ihnen mal was, liebe Gartenfreunde. Ich will mal schauen, ob das hier alles auch gut funktioniert. Sehen Sie hier, da sitzen schon die Blütenknospen. Da sitzt die Blütenknospe. Ja, ist ein bisschen schwierig, dass die Kamera dazu gebracht wird, das Richtige zu fokussieren. Ja, aber hier kann man es gut sehen, ne? Da kann man die Blütenknospe erkennen. Ja, so kann man es sehen. Ja, das ist also Syringa prestoniae und die Sorte heißt Miss Canada. Das ist die Sorte, die diese wunderschönen, leuchtend rosa, pinkfarbenen
Blüten ausbildet. Und auch da habe ich das schon gesagt, der kanadische Flieder blüht ungefähr 10 bis 14 Tage nach unserem einheimischen Flieder, unserem heimischen Flieder, Syringa vulgaris. Ich habe aber keinen Syringa vulgaris in meinem Garten. So, hier kann ich Ihnen noch etwas zeigen. Wie gesagt, liebe Gartenfreunde, ich mache mit Ihnen einfach einen Rundgang. Und dort, wo ich etwas Interessantes zu berichten weiß, da bleibe ich dann stehen und zeige Ihnen das. Was ich Ihnen hier zeigen möchte, ist Hydrangea quercifolia, die eichenblättrige Hortensie. Eine wunderschöne Pflanze. Auch da habe ich ja schon mal den Pflegehinweis gegeben in einem meiner älteren Videos. Wenn Sie der Pflanze was Gutes tun wollen, lassen Sie sie einfach in Ruhe. Schneiden Sie nichts, tun Sie gar nichts. Das Einzige, was man machen könnte, wenn man es denn unbedingt möchte, wenn man feststellt, wie hier zum Beispiel, das kann ich Ihnen mal eben zeigen, wenn man feststellt, dass da ein vertrockneter Trieb ist, dann könnte man ihn hier an dieser Stelle, hier diesen Trieb hier, den könnte man abschneiden. Man kann ihn aber auch stehen lassen. Eigentlich kann man die Pflanze ganz in Ruhe lassen. Hier unten sehe ich auch so verschiedene Triebe. Hier unten, hier ist sowas und hier stehen so ein paar. Das weiß ich noch nicht, ob ich die abschneide oder ob ich die einfach stehen lasse. Das Laub später, die Blätter sind ziemlich groß und er bekommt ein relativ dichtes Laubwerk, wenn er dann anfängt auszutreiben. Das tut er ja auch schon. Dann wird man das alles nicht sehen. Im Grunde genommen ist es wirklich so, dass man eigentlich als Pflegemaßnahme zu dieser eichenblättrigen Hortensie sagen kann, wenn Sie sie gepflanzt haben, wenn Sie sie gut angegossen haben, dann lassen Sie sie ab dem Zeitpunkt einfach in Ruhe. Die Pflanze erledigt den Rest. Sie baut ein wunderschönes Gerüst von selber auf. Sie wächst nicht allzu stark und das ist eigentlich die Pflegemaßnahme. Lassen Sie die Pflanze in Ruhe, schneiden Sie nichts dran herum und Sie werden immer Freude an dieser Pflanze haben. Das ist meine Erfahrung. Ich wollte Ihnen kurz den Austrieb zeigen. Mal schauen, ob die Kamera in der Lage ist zu fokussieren. Es ist immer ein bisschen schwierig, wenn man ein kleines Objekt aussucht, dass die Kamera das auch richtig fokussiert. Bin nicht sicher, ob sie das jetzt tut. Ich will mal etwas ausprobieren. Ja, jetzt klappt es. Jetzt klappt es. Das ist der Austrieb von Hydrangea quercifolia. Sehen Sie diese schönen, zartgrünen, leicht pelzigen Blätter, die noch, naja, man kann nicht sagen im Embryonalstadium, aber doch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium sind. Auch diese Pflanze werde ich Ihnen, liebe Gartenfreunde, im Laufe des Jahres immer wieder mal präsentieren und dann können Sie da am Fortschritt auch teilhaben. Was ich Ihnen auch zeigen möchte, ich will sehen, ob es gelingt, das ist dieser stark geschnittene, sehen Sie, jetzt fokussiert meine Kamera wieder nicht richtig, ich muss das gerade mal versuchen, ja, jetzt klappt es wieder. Was ich Ihnen zeigen möchte, ist meine stark zurückgeschnittene, im Herbst zurückgeschnittenen Flieder, auch Syringa prestoniae. Das ist die Sorte Agnes Smith, eine weißblühende Sorte. Und hier wollte ich Ihnen jetzt zeigen, die Eigenschaft des Flieder insgesamt. Unser heimischer Flieder hat ja auch diese Fähigkeit, am alten Holz auszutreiben. Und ich will mal schauen, liebe Gartenfreunde, ob ich Ihnen das eingefangen bekomme, dass Sie sehen können. Mal schauen, ob ich meine Kamera dazu animiere, zu fokussieren an der richtigen Stelle. Aber hier kann man es auch sehen. Hier ist auch ein Trieb. Mal schauen, ob ich den eingefangen bekomme. Ja. Es wird schwierig. Es wird schwierig. So, mal schauen, ob das funktioniert. Ich möchte gerne, dass die Kamera das fokussiert. Ja. Wenn man genau hinguckt, dann vielleicht sieht man es. Ich muss später nochmal das fotografieren und filmen, wenn
wenn die Triebe weiter ausgebildet sind. Ich merke gerade, dass es mit meiner Kamera, mit meiner Handykamera wenig Sinn hat, Nahaufnahmen, so kleine Nahaufnahmen zu machen. Sie fokussiert einfach nicht richtig. Sie nimmt dann die Umgebung und fokussiert auf die Umgebung. Das ist alles sehr unbefriedigend. Und deswegen glaube ich, werde ich davon jetzt auch weiter Abstand nehmen. Aber ich zeige Ihnen den Flieder, diesen kanadischen Flieder, der dann austreibt. Das zeige ich Ihnen dann, wenn er weiter fortgeschritten ist. Im Moment ist das alles noch zu winzig, zu klein. Meine Kamera bekommt das nicht richtig fokussiert. Dann gehen wir einfach weiter. Was ich Ihnen noch zeigen wollte, das ist mein Sämling von Aruncus etusifolius. Den hatte ich Ihnen ja vor einiger Zeit schon mal gezeigt, aber das möchte ich einfach noch mal wiederholen. Schauen Sie, wie der schön aus dem Boden herauskommt. Es war bis vorgestern sehr, sehr kalt hier bei uns. Sehr, sehr kalt, viel zu kalt. Und man muss jetzt sehen, wenn der heutige Tag wieder schön warm wird, die weiteren Nächte frostfrei bleiben, dann müsste die Natur auch langsam starten, müsste in die Gänge kommen. Ja, wir müssen das beobachten. So, dann haben wir hier, muss ich mal schauen, wie ich das mache. Da kann ich Ihnen nochmal einen Aruncus etusifolius Woldemar Meyer zeigen. Sie wissen schon, der immer ein bisschen später kommt als alle anderen Zwerggeißbärte. Aber hier kann man auch schön das bronzefarbene Laub sehen. Ja, das ist die Spezialität von Aruncus etusifolius Woldemar Meyer, dem Zwerggeißbart, der ungefähr 60, 70 cm hoch wird, ungefähr 70 bis 80 cm breit, einen eher gedrungenen Wuchs hat, im Gegensatz zu Johannes Fest, der etwas frischer aufrecht wächst. So, dann gehen wir einfach weiter, liebe Gartenfreunde. Hier vorne sehen Sie ein riesiges, breites, freies Feld. Da habe ich die Centra spectabilis alba entfernt. Die machten keinen sehr guten Eindruck. Manchmal hat man auch Misserfolge, liebe Gartenfreunde. Das werden Sie kennen. Wenn eine Pflanze an einem bestimmten Standort einfach nicht recht gedeihen will. Und eine Pflanze habe ich dann rausnehmen können, die war noch recht gut intakt, hatte noch ein intaktes und gesundes Wurzelwerk. Die habe ich verpflanzt. Vielleicht zeige ich Ihnen das nachher noch. Und hier werde ich in diesem freien Platz, werde ich im Sommer, wenn dann die Nächte wirklich garantiert frostfrei bleiben und die Temperaturen dauerhaft über 10, über 20, na nicht 20, über 10, 15 Grad steigen und die Nachttemperaturen auch nicht mehr so stark ins Bodenlose fallen, dann werde ich hier Color pflanzen, die ich in Töpfen ja schon vorgezogen habe. Was ich Ihnen hier nochmal zeigen möchte, ist nochmal Aruncus etusifolius, und zwar die Pflanze, die ich geteilt hatte. Schauen Sie mal, diese wunderschöne frisch grüne Farbe an. Ich denke, man muss diese Pflanze einfach mögen. Sie werden sie im Lauf des Gartenjahres immer wieder noch sehen können. So, hier stehen wir vor einem weiteren Exemplar von Syringa prestonie, also dem kanadischen Flieder. Und diese Sorte ist James McFarlane. James McFarlane bekommt auch rosa Blüten, aber in einem etwas gedeckteren Farbton. Nicht ganz so frisch leuchtend rosa wie Miss Canada, aber trotzdem sehr, sehr schön, sehr, sehr ansprechend. Eine sehr schöne Farbe. Ein gedecktes rosa bis altrosa. Nicht matt, aber ein gedeckter Farbton, aber trotzdem wunderschönes Rosa. Ein Rosa, das wir ja bei unserem heimischen Flieder, bei dem Syringa vulgaris, so nicht haben. Unsere heimischen Flieder haben doch immer einen leichten Blauton, selbst in den rötlich oder rosa blühenden Sorten. Da ist immer ein Hauch von Lila mit dabei oder eben Weiß. Dann möchte ich Ihnen kurz diese Rispenhortensie zeigen, Sunday Fraise. Wir schauen mal, ich
gehe mal etwas näher dran, dann kann man sehen, die Knospen sind da. Hier an dieser Stelle kann man das sehen, 3 Stück sogar. Das ist manchmal recht unterschiedlich. Manchmal bekommen sie 3 Knospen, manchmal 2 Knospen an einer Etage, wenn man so will. Und manchmal sogar nur wie hier eine. Ja, auch hier gelingt das Fokussieren leider nicht so richtig. Hier noch ein etwas kleinerer, weil jüngere Pflanze, kanadischer Flieder, Syringa prestoniae. Das ist die Sorte Red Wine. Und auch hier, ich kann es besser sehen, liebe Gartenfreunde, als Sie das hier durch die Kamera sehen können. Er hat auch einige Blütenknospen angesetzt. Also auch hier darf ich mich auf Blüten in diesem Jahr wieder freuen. Darüber freue ich mich natürlich sehr. Was ich Ihnen auch zeigen kann, ist Sanguisorba tenuifolia, der Wiesenknopf im Austrieb. Ja, auch eine wunderhübsche Staude. Eine Staude, die ja ausreichend Feuchtigkeit benötigt, die unter sehr trockenen Sommern leiden würde. Wir werden sehen, was dieses Jahr uns bringt, ob wir genügend Regen bekommen. Und dann schauen wir. So, hier ist wieder meine Ecke mit dem Lavendel. Ja, der Lavendel, der ein bisschen dadurch gelitten hatte, dass ihm das Mädchenauge, das ich ihr stehen hatte, etwas zu dicht auf den Pelz gerückt war und er dadurch braune Stellen bekommen hat. Ich muss abwarten. Auch hier, Lavendel treibt erst dann aus, wenn die Tage wirklich warm sind und wenn er wirklich von morgens bis abends von der Sonne beschienen und erwärmt wird, dann erst startet Lavendel los. Lavendel ist ja eigentlich eine Mittelmeerpflanze, sonnenverwöhnt, und Lavendel braucht die Sonne. Er würde in einem schattigen Standort nicht besonders gut gedeihen können. Hier hat er das Glück, dass diese Stelle eine der sonnigsten Stellen in meinem Garten ist, und da kann er auch dann austreiben. Und ich muss diesen Zeitpunkt abwarten, wenn er austreibt und ich sehe, wie weit nach unten er austreibt, und dann schneide ich ihn nochmal zurück. Ich würde es jetzt für viel zu früh erachten, ihn jetzt schon zurückzuschneiden. Ich will ihn noch zurückschneiden, aber mir ist der Zeitpunkt bis jetzt immer noch zu früh. Es ist immer noch so, dass die Nächte sehr kühl sind und dass wir immer noch nicht ganz aus dieser kalten Phase heraus sind. Der April, das muss ich Ihnen nicht sagen, liebe Gartenfreunde, ist ein launiger Monat, ein launenhafter Monat. Und heute 20 Grad und morgen 11 Grad, das sind so die Spezialitäten von April. Und solange das so ist, treibt Lavendel auch nicht richtig aus. Er beginnt ein bisschen, weil ihn schon mal etwas die Sonne angelacht hat. Aber das ist noch nicht das, was ich brauche, um zu sehen, bis wie weit unten ich abschneiden kann. So viel zum Thema Lavendel. Dann gehen wir etwas weiter. Ja, die Ecke mit der Iris, die wächst und gedeiht, aber auch Iris wartet auf Wärme. Iris blüht im Mai. Morgen. So, da bin ich von meiner lieben Nachbarin begrüßt worden. Ja, so ist das eben, liebe Gartenfreunde. Dieses hier ist ein offen zugänglicher Garten. Es ist kein Privatgrundstück. Es ist nicht mein Privatgrundstück, aber ich habe Ihnen das ja schon erzählt. Ich darf mich ja austoben und darf hier ganz meiner Gartenleidenschaft frönen. Ja, und dann kommen eben die Nachbarn vorbei und wie das eben so ist, unter freundlichen Nachbarn, man begrüßt sich dann. So, was ich Ihnen jetzt hier zeige, das ist Peonia sophroticosa, die Baum- oder Strauchpfingstrose. Diese hier soll gelb blühen und man sieht auch schon, die hat Knospen angesetzt. Das wird auf jeden Fall was werden, aber es muss wärmer werden und Strauchpfingstrosen blühen immer so um den 10. Mai herum. Jedenfalls hier in unseren nördlichen Breiten ist immer so der 10. Mai der Stichtag als Blüte für die Strauchpfingstrose. So, dann zeige ich Ihnen hier
Da sehen Sie da hinten die Tuffs, diese grünen, die drei grünen Tuffs. Das ist Zwerggeißbart Aruncus etusifolius und die Sorte Johannisfest. Wunderschön, grün treibt der aus. Und gleich nebendran habe ich Woldemar Meyer, zwei Exemplare. Einmal hier und einmal hier hinten. Und Sie sehen, wie weit zurück Woldemar Meyer ist. Der braucht noch ein Weilchen. Sieht eher bräunlich aus. Jetzt hier durch die Kamera sehe ich, das sieht eher bräunlich aus. Aber so ist er. Er kommt immer ein bisschen später, behält lange seine rötliche, seine Bronzefarben. Die behält er bei. Noch eine ziemlich lange Zeit, bevor er dann später in ungefähr, na, ich würde sagen in 4 Wochen, wenn er dann wirklich grün wird und kräftig ausgetrieben hat. Hier zeige ich Ihnen einen Ableger der Waldhortensie. Das ist eine sehr leicht zu vermehrende Pflanze, weil die Waldhortensie Wurzelausläufer treibt und dann plötzlich hochploppt. Und dann kann man den Spaten nehmen, kann abstechen, kann diese neue Pflanze herausheben, kann sie woanders einpflanzen. Und wenn sie sich etabliert hat, dann wird sie wachsen. Und das möchte ich Ihnen jetzt auch hier zeigen. Sehen Sie das? Aus dem Boden heraus, aus dem Wurzelbereich raus, bekommt die Waldhortensie Hydrangea arborescens. Dieses ist die Sorte Annabelle, bekommt ständig neue Triebe und wird schnell zu einem, ja, zu einem dichten Horst an Trieben. Und jeder einzelne Trieb, der dann aus dem Boden herauskommt, der blüht dann, weil die Waldhortensie Hydrangea arborescens blüht am diesjährigen Holz. So, dann habe ich hier noch einen Sämling, einer, der sich selbst ausgesät hat von Spirea bumalda. Die habe ich dann hier hingesetzt. Auch die wird noch kräftig austreiben und wird auch dieses Jahr mit Sicherheit auch zur Blüte kommen. Vielleicht nicht ganz so üppig, weil es noch eine sehr junge Pflanze ist, aber auch diese Pflanze hat durchaus die Fähigkeit, dieses Jahr zu blühen. So, nun gehen wir einfach ein bisschen weiter. Was ich Ihnen zeigen möchte, hier die Blasenspire. Bei der Blasenspire habe ich dieses Jahr einen Versuch gestartet, weil ich mir anschauen möchte, wie das sich entwickelt. Ich habe einfach die 2-3-jährigen Triebe an der Basis abgeschnitten und habe nur die kräftigen Triebe des letzten Jahres stehen lassen. Die Blasenspire Physocarpus opulifolius, diese Sorte heißt Diabolo, blüht am 2-jährigen Holz, sodass ich also hoffen darf, dass an diesen Trieben hier oben, an diesen letztjährigen Trieben, auch Blüten erscheinen werden. Dann habe ich die älteren Triebe rausgeschnitten an der Basis. Das möchte ich Ihnen kurz zeigen, liebe Gartenfreunde. Und ich weiß nicht, ob man es sieht. Wir müssen es vielleicht später nochmal filmen. Da sieht man, also ich sehe es, ich weiß nicht, ob man es durch die Kamera sehen kann, aber die Blasenspire treibt aus dem Wurzelstock neue Triebe aus. Und diese Triebe können, ähnlich wie die Triebe, die ich jetzt gerade gefilmt habe, sehr, sehr kräftig, sehr lang werden und die würden dann nächstes Jahr blühen. Und dann haben wir wieder einen schönen, dicht bewachsenen und ja, dicht und stark belaubten, dunkelrot, fast schwärzliches, mit schwärzlichem Laub versehenen, wunderhübschen, dunkelroten Busch. Eine sehr robuste Pflanze, ja. Und sie hat natürlich den Vorteil, dass der Wind ihr nichts anhaben kann. Der Wind kann sie nicht umbiegen, er kann sie nicht zur Seite biegen und die Zweige legen sich nicht auf den Boden. So, wir gehen jetzt einfach ein bisschen weiter. Hier zeige ich Ihnen nochmal eine Pflanze, von der ich ja 3 Exemplare hier stehen habe. Das ist Exochorda racemosa, die Prachtspire. Ja, ich glaube, Prachtspire heißt sie zu Deutsch. Das ist eine wunderschöne Pflanze mit unglaublich vielen weiß, kleinen, weißen, rundlichen, ja, halb gefüllten Blüten.
Und diese Pflanze, Exochorda racemosa, hat den Sortennamen Niagara. Und der Name kommt daher, dass wenn man die Pflanze ungestört wachsen lässt, dann bekommt sie sehr viele feine, überhängende, zarte Triebe. Und dann hängen an diesen Trieben wie Trauben die dicht stehenden weißen Blüten herab. Und weil das dann so ein bisschen an einen Wasserfall erinnert, hat man ihr den Sortennamen Niagara gegeben. Exochorda racemosa, die Sorte Niagara. Ich finde diese Pflanze recht hübsch und ich werde sie Ihnen nachher oder später im Lauf des Frühjahrs, sie wird ja so Ende April, Anfang Mai in voller Blüte stehen, dann werde ich Ihnen sie noch einmal zeigen und dann dürfen Sie die Blütenpracht mit mir gemeinsam bewundern und sich darüber freuen. Und dann dürfen Sie, wenn Sie möchten, meine Freude teilen an dieser wunderbaren Pflanze. Dann zeige ich Ihnen nochmal die Fetthenne, Sedum telephium, die Sorte Herbstfreude. Ja, es ist einfach eine Freude zu sehen, wie diese wunderschöne Pflanze, die ja erst im Spätsommer blüht, im zeitigen Frühjahr schon da ist, austreibt und anzeigt, jetzt beginnt die Vegetationszeit. Ja, dieses hübsche, bläulich-grüne Laub. Ich mag die Pflanze. Auch weil sie sehr standfest ist und weil sie schön kompakt in die Höhe wächst. Ich mag diese Pflanze sehr. Andere Pflanzen, die hier stehen, zum Beispiel der Diptham, steht hier, aber der ist noch so zart im Austrieb, liebe Gartenfreunde, da ist noch nicht allzu viel zu sehen. Ich kann es sehen mit bloßem Auge, mit der Kamera wird man es schlecht einfangen können, aber ich habe festgestellt, er treibt aus, aber es wird noch eine Weile brauchen. Auch Diktam ist ein Sonnenkind, der braucht Wärme und die Wärme hatten wir bis jetzt noch nicht. Wir hoffen, dass heute noch ein wärmerer Tag wird und dann schauen wir mal. Aber Diktam oder Diptham, Diktamnus, der Diptham braucht noch ein bisschen. So, dann gehen wir einfach weiter. Ich möchte Ihnen, glaube ich, als nächstes Jahr meine Strauchpfingstrose, das ist eine wunderschöne rosa blühende. Und diese Strauchpfingstrose, die ich Ihnen jetzt hier gerade zeige, liebe Gartenfreunde, die behält das ganze Jahr über dieses rötliche Laub. Sie färbt ein kleines bisschen um nach grün, grünlich, aber es bleibt doch ein eher rotes Laub stehen und sie blüht wunderbar in einem herrlich leuchtenden Pink. Richtig kräftiges Rosa. Und so kräftig wie das Rosa ist, so kräftig duftet sie auch. Man sollte bei Strauchpfingstrosen nicht zu lange seine Nase in die Blüten halten. Ist ein sehr stechender, sehr intensiver Duft. Dann möchte ich Ihnen zeigen Spirea bumalda, und zwar die ich in einem meiner ersten Videos stark zurückgeschnitten hatte. Vielleicht wird der eine oder andere sich daran erinnern oder man kann sich es ja auch in dem älteren Video anschauen, in dem ich Spirea bumalda zurückschneide. Und das ist die Pflanze, die ich stark zurückgeschnitten hatte. Ich will Ihnen mal versuchen, das zu zeigen. Hier unten kann man es vielleicht sehen. Sehen Sie hier die alten Schnittstellen und dann schauen Sie mal, wie kräftig diese Pflanze darüber schon ausgetrieben ist. Und sie hat ja ihre Endhöhe noch längst nicht erreicht. Das wird im Juni, Juli soweit sein, wenn dann die Blüte aufgesetzt wird. Und Sie werden das beobachten mit mir zusammen, liebe Gartenfreunde, werden Sie das beobachten können, wie diese Pflanze noch kräftig in die Höhe wächst. Aber man kann jetzt schon sehen, wie wüchsig sie ist und wie wuchsfreudig. Sie wächst wunderschön, ist schon richtig dichtes Blattwerk entfaltet und die Triebe. Ja, das wird noch eine Weile so weitergehen und sie wird noch ein ganzes Stück an Höhe gewinnen. Jetzt möchte ich Ihnen etwas zeigen. Es gibt immer wieder solche Phänomene bei den Strauchpfingstrosen, wie bei dieser hier, die Rockii-Hybride. Das möchte ich Ihnen kurz zeigen, liebe Gartenfreunde. Das kann auch passieren. Sehen Sie diesen herabhängenden Zweig hier? Ja, aus irgendeinem Grund
hat die Pfingstrose, diese Strauchpfingstrose, den Trieb erst ausgebildet, angesetzt und jetzt lässt sie ihn vertrocknen und verhungern. Und ich kann Ihnen nicht den Grund sagen. Nebendran, am selben Trieb, sitzt ein anderer Trieb, der nicht blühen wird, aber den erhält sie. Und diesen hier lässt sie verhungern und ich kann Ihnen nicht sagen, warum. Er steht hier, ja, aber er geht ein. Und nebendran das blühende Leben und hier eine schöne Blütenknospe. Ich will mal schauen, dass ich die hier, da ist die Blütenknospe, ja. Sehen Sie, da ist die Blütenknospe. Das, hier lebt es und hier stirbt es gerade ab. Ja, das ist die Natur. Da hat man keinen Einfluss darauf, dass passiert. Und das ist bei Strauchpfingstrosen passiert das hin und wieder, dass dann plötzlich ein Trieb aus irgendeinem unerklärlichen Grund abstirbt. Und man kann gar nicht erkennen, was der eigentliche Grund dafür ist, aber das passiert. Das ist die Besonderheit der Strauchpfingstrosen. Das kann bei denen immer mal vorkommen. Diese hier hat auch wunderschöne große Blütenknospen. Zeige ich Ihnen mal. Schauen Sie mal da, schöne große Blütenknospen. Ja. Ja. Oder hier auch wunderschön. Ja. Liebe Gartenfreunde, das Einzige, was fehlt, ist die Wärme. Ich gehe mit Ihnen weiter. Dann möchte ich Ihnen nämlich noch etwas zeigen. Da müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Das Erste, was ich zeigen möchte, ist das wunderschöne Laub. Warten Sie mal einen kleinen Augenblick, liebe Gartenfreunde. Hier, jetzt sieht man es besser. Das prächtige, stattliche Laubwerk. Der Herbstzeitlose, Colchicum autumnale, ja, wunderschön, fast ein makelloses Laub. Und was bei der Pflanze ja auch das Fantastische ist, liegt natürlich mit Sicherheit auch daran, weil sie ja hochgiftig ist, wie man weiß. Die Herbstzeitlose ist hochgiftig liegt viel, und daher wird sie dann auch kaum von Schädlingen heimgesucht. Was ich Ihnen aber unbedingt zeigen möchte, das ist die Prärielilie, Camassia leichtlinii cerulea. Und was ich Ihnen zeigen möchte, unbedingt, sie hat eine Blütenknospe angesetzt. Und ich habe diese Pflanze, kleinen Augenblick, ich will mal schauen, dass ich das jetzt hier fokussiert bekomme. Ja, das funktioniert wieder nicht. Das ist immer ein bisschen schwierig mit dieser Kamera, aber dieses hier, das ist die Blütenknospe. Ja, wunderschöne blaue Blüten. Ich liebe ja blaue Blumen und die werde ich Ihnen auf jeden Fall noch zeigen, wenn sie in voller Blüte steht. Das zeige ich Ihnen dann noch. So, dann hier nochmal ein Exemplar einer Rispenhortensie, auch diese Sunday Phrase, auch schon schön weit fortgeschritten in der Entwicklung. Man kann schon die Blätter erkennen, die sich ganz langsam zu entfalten beginnen, die aber noch größer werden müssen und schließlich ja dann auch noch den Trieb bilden müssen für dieses Jahr, der dann im Hochsommer blüht. Dann hier meine Pfingstrosen, meine Peonia peregrina, die etwas besondere Staudenpfingstrose wächst und gedeiht. Bei ihr ist auch immer etwas merkwürdig. Sie fängt an mit einigen Knospen und manchmal lässt sie Triebe, die aus dem Boden herauskommen, dann einfach stehen und bildet sie nicht weiter aus. Und diese Triebe, die wachsen dann auch einfach nicht weiter, sondern dann konzentriert sie sich auf die drei zum Beispiel, die jetzt hier herausgekommen sind. Und die anderen, die da unten etwas hinterher gekommen sind, die lässt sie dann einfach da unten stehen, regelrecht verhungern und bildet sie nicht weiter aus. Das kann passieren. Hier eine Strauchpfingstrose, eine kleine. Ja, bei der wird es wohl so sein, dass sie dieses Jahr
nicht blüht. Da muss ich das beobachten, wie sich das weiterentwickelt, was ich für diese Pflanze tun kann oder tun sollte, damit sie wieder wächst und gedeiht. Im Moment sieht es ein bisschen aus. Ja, jedenfalls sind keine Blüten zu sehen. Staudenpfingstrose, Peonia lactiflora, schon sehr weit fortgeschritten. Dann hier die Intersektionelle, also diese Kreuzung aus Strauch und Staudenpfingstrose. Und Sie sehen es, hier der Strauch, ja, am vorjährigen Trieb, eine schöne Knospe, einen Trieb ausgebildet. Der Trieb ist verholzt, leicht verholzt, aber gleichzeitig nach Art der Staudenpfingstrosen die Triebe aus dem Boden heraus. Immer wieder eine Freude. Ich mag diese Ito-Hybriden, diese intersektionellen Pfingstrosen. Das ist eine relativ neue Züchtung, die gibt es noch nicht sehr lange und sie sind im Kauf immer noch sehr teuer. Dann haben wir hier Strauchpfingstrosen. Ja. Dann wollte ich mit Ihnen, liebe Zuschauer, ich will sehen, ob es sinnvoll ist, aber ich wollte Ihnen nochmal hier diesen kleinblättrigen Flieder zeigen im Austrieb. Ich weiß nicht recht, ob man es sehen kann. Ich habe die Befürchtung, dass man es nicht ganz so gut sehen kann. Aber er treibt kräftig aus. Aber auch hier, wir bleiben am Ball, liebe Gartenfreunde. Sie werden immer mit dabei sein. Ich werde immer wieder mal die Bestandsaufnahme machen und dann werden wir sehen, wie weit es vorankommt. Aber es ist zu sehen, er treibt aus und zwar am alten Holz, ganz nach Art der Flieder. Ja, Flieder kann man stark zurückschneiden und er treibt im alten Holz aus. Das macht ihm überhaupt nichts aus. Dann möchte ich Ihnen zeigen Rhododendron Impeditum Violetta, eine wunderschöne leicht violett-blau blühende Sorte. Man sieht es, sie treibt aus und sie bekommt schon die erste Blütenknospen. Die fangen an, sich zu öffnen. Auch da, wenn sie in voller Blüte erstrahlt, liebe Gartenfreunde, dann sind Sie wieder mit dabei. Ich werde das dann auf jeden Fall wieder aufzeichnen. Dann hier meine Taglilien. Ja, die rotblühenden, die ja erst im Juni, Juli mit ihren Blüten kommen. Und die Taglilie ist ja auch eine immer der ersten Pflanzen, die im sehr zeitigen Frühjahr aus dem Boden austreiben. Akelei, wunderschön, wächst und gedeiht, obwohl ich sie verpflanzt habe. Es macht ihr nichts. Sie wächst. Dann die Trollblume habe ich hier stehen. Ja, die Sorte, die ich hier stehen habe, liebe Gartenfreunde, die werde ich Ihnen auf jeden Fall zeigen. Die hat ein wunderschönes Elfenbeincreme, leichtes gelbliche Farbe. Die Blüten wunderschön. Sie werden es erleben, wenn sie blüht, zeige ich Ihnen das. Hier wieder eine Strauchpfingstrose. Wie gesagt, liebe Gartenfreunde, heute gibt es einfach einen umfangreichen Gartenrundgang über die gesamte Anlage. Rittersporn. Ich bin ein großer Freund, liebe Gartenfreunde, der Hahnenfußgewächse. In der Familie der Hahnenfußgewächse gibt es wunderschöne Pflanzen. Manche davon sind giftig, wie zum Beispiel der Eisenhut, den ich Ihnen ja dann gleich auch noch zeigen möchte. Was man jetzt auch schon wunderbar sehen kann, das ist Astilbe im Austrieb. Dieses hier ist eine leicht röt mit, ja, eine Sorte eher gedrungener Wuchs. Filigrane Blätter, dunkelgrün mit einem leichten Rothauch und die Blütenfarbe rosa
und sehr fein, ein sehr feines, zartes Rosa, eine wunderschöne Pflanze. Sie werden das alles erleben, liebe Gartenfreunde. Hier nochmal ein Zwerggeißbad. Und wenn ich es richtig weiß, dann stimmt bei diesem Zwerggeißbad auch der vollständige Name, den ich auf das Schild geschrieben habe. Ich glaube tatsächlich zu wissen, dass dieses hier wirklich der kleinste der Zwerggeißbärte ist, nämlich die Sorte Noble Spirit. Also Aruncus etusifolius Noble Spirit. Der ist der kleinste der Zwerggeißbärte. Der wird maximal zwischen 20 und 30 cm hoch. Und größer wird diese Pflanze nicht. Wunderschön, wie er im Austrieb hier steht. Aber Sie wissen es von mir, liebe Gartenfreunde, ich bin ein großer, großer Fan der Zwerggeißbärte. Ich finde diese Pflanzen einfach so schön und so dekorativ, weil sie das ganze Jahr über einen wunderschönen Anblick bieten, einen malerischen, sehr hübschen Anblick. So, jetzt möchte ich Ihnen etwas Hübsches zeigen, liebe Gartenfreunde. Und zwar die kleine Schwester unserer Kaiserkrone. Fritillaria meleagris, die Schachblume oder auch Schachbrettblume. Eine wunderschöne Pflanze, aber man sieht es, sehen Sie an der Art, wie diese Blüte aufgebaut ist, an der Form der Blüte und an der Art, wie sie am Trieb hängt, sieht man die Verwandtschaft zu ihrer großen Schwester oder zu ihrer großen Cousine, der Fritillaria imperialis, der Kaiserkrone. Ich habe mit Kaiserkronen, mit der großen Kaiserkrone in meinem Garten bisher kein Glück gehabt. Ich habe in meinem Gartengrundstück keinen einzigen Standort gefunden, an dem sich Kaiserkronen wohlfühlen würden. Aber diese kleine hier, die fühlt sich wohl. Sie liebt ja feuchte Standorte. Den hat sie hier. Nicht zu sonnig. Und schauen Sie mal, das ist einfach zu schön. Und da sieht man auch, woher sie den Namen Schachblume oder Schachbrettblume hat. Ja. Fritillaria meleagris, die Schachbrettblume oder die Schachblume. Ach, eine wunderbare Pflanze. Ja, dann laufen wir noch ein bisschen weiter. Dann möchte ich Ihnen noch gerne die Lavendelheide zeigen, und zwar die Sorte Cupido. Die blüht nämlich jetzt, und das möchte ich Ihnen gerne zeigen, liebe Gartenfreunde. Das sind die glöckchenförmigen Blüten der Lavendelheide, der Pieris japonica, und dies ist die Sorte Cupido. Und später, wenn dann der rötliche Austrieb kommt, liebe Gartenfreunde, dann sind auch Sie wieder live dabei. Und diese Sorte Cupido, Sie sehen es, ein sehr gedrungener, kompakter, kissenförmiger Wuchs, nicht sehr in die Höhe und sehr dicht, sehr ein dichter Busch. Eine wunderschöne Pflanze. Und nebendran eine weitere Pieris japonica, Lavendelheide, die größer wird, die mehr in die Höhe wächst, mit einem leuchtend roten Austrieb. Diese Pflanze blüht leider nicht, aber bei ihr kann man es sehen, der Austrieb hat ganz langsam begonnen. Ja, dann möchte ich Ihnen noch gerne zeigen die Rispenhortensien der Sorte Phantom und Limelight. Und auch da, es wird ein bisschen schwierig sein, der Austrieb ist auf jeden Fall im Gange. Er hat eingesetzt. Hier habe ich einen Trieb, wo man vielleicht ein bisschen mehr sieht. Ja, hier ist etwas zu sehen. Aber dann nebendran die Sorte Limelight, und die ist schon ein ganzes Stück weiter. Sehen Sie hier? Da kann man schon richtig grüne Blattspitzen erkennen. Ja, also da tut sich richtig was. Ja, ich möchte noch allgemein ein Wort zu Rispenhortensien sagen. Ich habe vor einiger Zeit ein Video gesehen von einem Gartenfilmer, der
gesagt hat, wie rette ich meine Rispenhortensie? Oh Gott, meine Rispenhortensie ist erfroren. Kann ich die noch retten? Und mir kam das etwas seltsam vor, solch einen Titel zu wählen, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass Rispenhortensien unter Frösten überhaupt nicht leiden. Und dass Fröste die geringste Gefahr für sie sind, ganz einfach deswegen, weil Rispenhortensien sehr spät im Frühjahr erst austreiben. Ich zeige Ihnen das hier. Hier stehe ich vor Pinky Winky. Ja? Schauen Sie mal. Und Pinky Winky ist gerade erst dabei zu erwachen. Das heißt, die ist noch ganz im Knospenstadium. Also wenn jetzt ein Frost käme, würde das Pinky Winky nicht das Geringste ausmachen. Ganz einfach deswegen, weil er überhaupt noch nicht entfaltet ist, weil er sich noch gar nicht entwickelt hat. Und in dem Knospenstadium, in dem Pinky Winky jetzt hier ist, die Rispenhortensie der Sorte Pinky Winky, da würde ihr ein später Nachtfrost überhaupt nichts ausmachen. Und jetzt gehe ich mit Ihnen, liebe Gartenfreunde, zu der nächsten, auch Pinky Winky. Und das werden Sie jetzt nicht gut sehen können. Ich sehe es, die ist noch gar nicht erwacht. Diese Sorte oder diese Pflanze derselben Sorte und der Standort ist ja ein ähnlicher. Wir sind hier im selben Beet. Die treibt noch gar nicht aus. Das ist aber überhaupt kein Problem. Man muss bei Rispenhortensien einfach Geduld haben. Sie treiben aus. Wenn die Tage warm sind, wenn die Sonne endlich scheint, und wenn sie die Nächte weit davon entfernt sind, frostfrei zu sein, dann treiben die Rispenhortensien auch aus. Noch kurz die Sorte Wim's Red. Fängt jetzt erst an auszutreiben. Ist noch ganz in einem, ja, da würde ich das Wort wählen, in einem Embryonalstadium sind die Knospen. Wenn auch hier jetzt wieder nochmal ein Nachtfrost käme, würde es der Rispenhortensie überhaupt nichts ausmachen. Ganz im Gegensatz zur Bauernhortensie. Die Bauernhortensie, das zeige ich Ihnen jetzt, liebe Gartenfreunde, die ist schon sehr weit fortgeschritten. Wenn jetzt bei dieser Pflanze, wenn jetzt hier ein Spätfrost käme, das würde dieser Pflanze wirklich schaden können. Die würde da extrem drunter leiden und es wäre zu befürchten, dass die Blüte in diesem Jahr ausfiele. Aber bei der Rispenhortensie, die noch nicht mal aus dem Embryonalstadium herausgekommen ist in ihrem Neuaustrieb, macht das überhaupt nichts aus. Ja, ich habe eine kleine Pause gemacht, liebe Gartenfreunde. Ich musste auf die Uhr gucken. Ich habe nachher einen Termin. Ich habe mich mit meiner Gartenfreundin verabredet, möchte ihr etwas helfen. Aber jetzt geht es weiter. Es wird heute ein etwas längeres Video. Was ich Ihnen noch zeigen möchte, sind weitere Vertreter aus der Familie der Hahnenfußgewächse. Sie wissen es schon, Sie sehen es schon, die Eisenhüte. Und zwar einmal Aconitum carmichaeli arendsii. Sie sehen schon die großen Blätter. Ja, und an den großen Blättern kann man auch schon ahnen, das wird eine Pflanze, die sehr groß werden kann. In Loki Schmidts Garten in Hamburg, im Botanischen Garten, da habe ich Exemplare gesehen, die über 2 Meter hoch waren. Aconitum carmichaeli arendsii, riesige Blüten, also riesige Pflanzen, über 2 Meter hohe Triebe und dann die herrlich blauen Blüten. Dann hier nebendran unser heimischer Eisenhut, Aconitum napellus. Wenn ich es richtig weiß, liebe Gartenfreunde, ist dies mit dem frisch grünen Laub eine weißblühende Sorte. Ich zeige Ihnen jetzt gleich nochmal eine blaue, auch. Die habe ich auch schon öfter gefilmt. Da wollte ich Ihnen ja auch jeweils die Fortschritte zeigen. Aconitum napellus. Und das ist der blaue Eisenhut. Wunderschön, die Pflanze wächst und gedeiht und sie hat ein etwas dunkelgrüneres, etwas mattgrüneres Laub als die Pflanze, von der ich vermute, dass sie weiße Blüten haben wird. Ich weiß, dass ich eine weißblühende
einen weißblühenden Eisenhut in meinem Garten habe. Das weiß ich und ich denke, dass es dieser hier ist. Das werden wir sehen. Sie werden es erleben, liebe Gartenfreunde. Sie werden ja mit mir dann dabei sein. Hier haben wir noch die Perovskia abrotanoides, die ich neulich geschnitten hatte. Ja. Sie wartet auf Wärme. Die Blauraute oder der Silberstrauch, wie sie ja auch zu Deutsch genannt wird, die braucht Wärme, Sommerwärme und dann treibt sie aus und wird groß, wächst und gedeiht. Dann habe ich hier Zierlauch, Berglauch, der blüht auch erst sehr spät im Sommer, im Juli blüht der. Drei Pflanzen davon. Dann möchte ich Ihnen noch mal die Astrantia major zeigen, also die Sterndolde. Wunderschönes Kissen, schon sehr weit ausgetrieben. Ich habe andere Exemplare von Sterndolden, andere Sorten mit anderer Blütenfarbe. Diese ist ja richtig rot. Die sind noch gar nicht erschienen. Da sind die Blätter noch nicht mal zu sehen. Sterndolde möchte es auch gerne warm haben und erst dann treibt sie aus. So, wir gehen weiter und ich möchte Ihnen natürlich noch meine Bauernpfingstrose zeigen. Peonia officinalis, das möchte ich Ihnen unbedingt zeigen. Die wächst und gedeiht. Die Blütenknospen sind da. Schauen Sie mal hier, schöne, stark ausgebildete Blütenknospen. Ja, das wird demnächst dann soweit sein. Dann möchte ich Ihnen zeigen, das wird ein bisschen schwierig werden. Epimedium. Jetzt muss ich kurz überleben. Der deutsche Name ist Elfenblume. Ja, da sieht man leider nicht viel. Ich sehe das gerade in der Kamera. Das hat wenig Sinn. Hier hinten haben wir gelbblühende. Die sind auch diese Pflanzen warten auf Wärme. Es muss einfach wärmer werden. Hier die gelben Blüten. Ja, ist alles noch sehr früh im Jahr und dann hier orange blühende Elfenblumen. Ich weiß gar nicht recht, ob man es richtig sehen kann. Ich versuche ein bisschen die Perspektive zu wechseln. Ja, das ist. Dann gehen wir einfach weiter, liebe Gartenfreunde. Es wird ein bisschen wackelig, aber was ich Ihnen jetzt hier zeigen kann, ist eine Elfenblume, die schon sehr weit fortgeschritten ist. Eine orange blühende Elfenblume. Das kann ich Ihnen hier schön zeigen. Schauen Sie mal, diese über dem Boden elfengleich schwebenden Blüten, diese ganz feinen, zarten Blüten der Elfenblume. Diese Pflanze ist schon ziemlich weit fortgeschritten. So, dann meine Zwerggeißbärte. Aber was ich Ihnen noch mal zeigen möchte, ist noch mal Woldemar Meyer. Nachdem er dann etwas weiter im Austrieb vorangekommen ist, liebe Gartenfreunde, möchte ich Ihnen zeigen, hat er immer noch dieses bronzefarbene Laub. Ja? Johannisfest in diesem Stadium des Austriebs hat seine Blätter längst nach grün gefärbt. Woldemar Meyer nicht. Woldemar Meyer bleibt lange bronzefarben. Sehen Sie es? Das bronzefarbene Laub des spät austreibenden Zwerggeißbarts, die Sorte Woldemar Meyer. Aruncus etosifolius Woldemar Meyer mit seinem wunderschönen bronzefarbenen Laub. Ja, ein echter Spätzünder, ein Spätaufsteher. Dann möchte ich Ihnen noch hier zeigen, Aconitum, nicht Aruncus, Aconitum carmichaeli, arentii, der China-Eisenhut, der so sehr groß wird und sehr spät im Jahr blüht, im Oktober, fast November, da blüht er. Ja, wächst und gedeiht. Dann hier meine Zwerggeißbärte. Da habe ich auch mehrere Sorten. Jetzt zeige ich Ihnen einfach noch mal Johannisfest und schauen Sie mal, wie weit Johannisfest schon gediehen ist. Schauen Sie sich das an, liebe Gartenfreunde. Das ist Johannisfest.
Ja, Sie haben vorhin gesehen Woldemar Meyer und das ist Johannes Fest. Der hat schon fast 50 cm Durchmesser. Die Höhe, naja, die würde ich schätzen so auf 30, 35 cm. Aber im Durchmesser hat er schon wieder 50 cm erreicht. Und er wird noch wesentlich größer. Er wird 80 cm wird er in der Höhe erreichen, in der Wuchshöhe. So, dann zeige ich Ihnen noch ja, dieses andere Beet, Ligularia dentata, die Sorte Otello, rotlaubiges Kreuzkraut oder auch Greiskraut. Eine wunderbare Pflanze, blüht im August mit hohen Blütenstielen, ungefähr 1,50 Meter hoch und orange-gelbe Sternblüten oder Strahlenblüten. Eine wunderbare Pflanze, eine wunderbare Staude, ausdauernd, trockenresistent. Auch hier sehen Sie dieses Exemplar. Dann zeige ich Ihnen noch gerne meine Euphorbia amygdaloides, Varietät Robbie, die Wolfsmilch. Und das möchte ich Ihnen unbedingt zeigen, die Hochblätter mit den Blüten. Wir haben heute den 13. April und sie steht in voller Blüte. Schauen Sie sich das an. Und vielleicht gibt es ja einige unter Ihnen, liebe Gartenfreunde, die meine Liebe für Wolfsmilch teilen, meine Begeisterung. Ich mag diese Pflanzen. Ich finde sie wunderschön, finde sie sehr dekorativ, die Wolfsmilch. So, dann gehen wir hier nebenan zu Endless Summer, der Bauernhortensie Endless Summer. Das werden wir dieses Jahr sehr genau beobachten, liebe Gartenfreunde. Wir haben hier Austriebe am letztjährigen Holz, bei dem man sicher sein kann, dass da Blüten erscheinen werden. Aber gleichzeitig haben wir hier Neuaustriebe aus der Basis heraus. Schauen Sie mal hier aus der Basis. Und das werden wir verfolgen, liebe Gartenfreunde, weil von Endless Summer, also Hydrangea macrophylla Endless Summer, sagt man, dass sie am diesjährigen Holz blühen kann. Und das, liebe Gartenfreunde, das werden wir im Auge behalten, das werden wir beobachten. Ich werde Ihnen das zeigen, wenn dann der Sommer da ist und wenn sie beginnt zu blühen, dann werden wir das uns genau anschauen, ob wir auch am diesjährigen Austrieb, der aus der Basis herausgekommen ist, ob wir auch da Blüten haben werden oder ob wir sie nur hier oben haben werden am letztjährigen Holz. Das werden wir genau beobachten, liebe Gartenfreunde. Dann der Phlox wächst und gedeiht. Nummer 1 und Nummer 2, schauen Sie mal. Ich halte mal meine Hand daneben, dann kann man ungefähr mal so einen Größenvergleich sehen. Sehen Sie das, wie groß der schon geworden ist? Da ist meine Hand, da ist der Phlox. Ja, wächst und gedeiht. Dann auch hier die zweite Wolfsmilch der Sorte Goldener Turm. Schauen Sie sich das an. Ist das nicht ein wunderschönes, ein unglaublich dekoratives Laub? Schauen Sie sich das an. So. Und jetzt überlege ich mir, ich möchte Ihnen zwei Dinge zum Abschluss zeigen. Das eine, da gehen wir jetzt einfach hin. Hier ist nochmal ein Johannisfest, Zwerggeißbart, wächst und gedeiht. Fühlt sich an dieser Stelle sehr wohl. Was ich Ihnen jetzt zeigen möchte, liebe Gartenfreunde, gegen Ende meines Videos für heute ist es ja doch sehr, sehr lang geworden. Das ist Helleborus orientalis, die Lenzrose, immer noch in voller Blüte, sehr lange ausdauernd. Und was ich Ihnen jetzt zeigen möchte, liebe Gartenfreunde, das ist das wunderschöne, neu sich gerade gebildet habende Laub. Schauen Sie mal. Das ist das Laub der Lenzrose. Schauen Sie mal, was für eine wunderschöne Musterung. Wunderschön. Und im weiteren Verlauf der Entwicklung dieser Blätter, die werden noch wesentlich größer, werde ich Ihnen das dann auch noch zeigen. Sie wechselt dann die Farbe nach Richtung Grün.
und hat dann trotzdem aber diese schöne Musterung, die behält sie bei, aber das Blatt wird sich noch nach grün verfärben. Ja, das wollte ich Ihnen noch unbedingt gezeigt haben. Dann ein einsames Exemplar einer Hyazinthe, die schon sehr viele Jahre hier steht. Ja, sie fängt jetzt ganz allmählich an zu verblühen. Und jetzt zum Abschluss, zum krönenden Abschluss noch ein richtiger Farbklecks, ein richtiger Farbhingucker. Da gehen wir jetzt auch hin, liebe Gartenfreunde. Da gehe ich mit Ihnen gemeinsam hin. Orangen, orangene Tulpen. Ich mag die Farbe Orange bei Tulpenbeet sehr. Schauen Sie sich das an. Will mal versuchen, vielleicht noch etwas näher dran zu gehen. Mal schauen. Schauen Sie sich diese wunderschöne Farbe an. So. Und mit diesem wunderschönen Bild meiner orange blühenden Tulpen möchte ich dieses Video beenden und wünsche Ihnen alles Gute und wir sehen uns im nächsten Gartenvideo.